In diesem Video geht es um Außenfilter und Hang-on- oder Rucksackfilter, die ich hier an meinen Aquarien betreibe. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Okay, los geht es mit den Außenfiltern, die ich hier zu Hause benutze. Und zwar hier an meinem Gesellschaftsaquarium. Ich habe hier im Unterschrank den Kristallprofi E902. Alles, was ihr hier auf meinem Kanal seht, habe ich mir selbst gekauft. Ja, für dieses 180 Liter Brutto-Aquarium benutze ich diesen Außenfilter von JBL. Ich habe ihn jetzt seit ungefähr 3 Jahren und bin sehr zufrieden. Hier auf der rechten Seite sieht man den Einlauf, auf der linken Seite den Auslauf und hier an dem kleinen Rädchen kann man den Durchfluss regulieren. Der Filter sitzt hier in einer Schale, falls er doch mal auslaufen sollte, zum Schutz. Und hier neben habe ich einen Wassermelder. Der hat hier unten 2 Kontakte und wenn die mit Wasser in Berührung kommen, fängt er an zu piepsen. Das demonstriere ich jetzt mal kurz. Hier in die Schale habe ich jetzt ein bisschen Wasser gefüllt und wenn die Kontakte jetzt mit Wasser in Berührung kommen, erklingt ein sehr, sehr lauter Ton, der wirklich super gut zu hören ist. Ja, und so werde ich frühzeitig gewarnt, falls der Filter mal auslaufen sollte. Ich hatte hier vorher mal einen anderen dran, der ist mir leider ausgelaufen. Ich habe es noch rechtzeitig gemerkt, sodass der schöne Boden hier im Wohnzimmer keinen Schaden genommen hat. Die Strecke, die das Wasser nehmen muss, um in den Filter zu gelangen, ist hier ziemlich weit. Ich habe auf der rechten Seite den Ansaugstutzen montiert. Und der Auslauf hat einen noch weiteren Weg. Der geht hier ganz über das Aquarium bis hier auf die linke Seite des Aquariums. Auf den Auslauf habe ich hier so eine Breitstrahldüse gesteckt, sodass ich hier eine leichte Oberflächenbewegung im Aquarium habe, die über die ganze Seite geht, immer schwächer wird natürlich und dann hier rüber zum Ansaugstutzen. Je nach Wasserstand kann ich so die Oberflächenbewegung regulieren. Zu der Bestückung von Außenfiltern gibt es ja reichlich Videos auf YouTube. Deswegen gehe ich jetzt hier nur kurz auf das Thema ein. Und zwar das Wasser fließt ein und kommt hier in den groben Vorfilter, fließt runter. Hier unten befindet sich ein Korb mit Lavasplit. Meiner Meinung nach reicht Lavasplit vollkommen aus. Also ich kaufe kein extra Filtermedium. Das Becken ist mit 30 kleinen Fischen nur schwach besetzt. Ja, und eigentlich alle meine Aquarien sind nicht stark besetzt. In den Scapes habe ich auch jeweils nur 2 Buntbarsche. Ja, und das reicht. Das Wasser fließt dann hoch in den nächsten Korb. Hier ist ein Schwamm drin, fließt weiter durch den nächsten Schwamm. Und gelangt hier in einen etwas kleineren, sehr feinen Schwamm. Ja, und wird dann wieder
ins Aquarium geleitet. Der Filter schafft hier ein schönes, klares Wasser mit ganz wenigen Schwebstoffen. Ja, und die etwas gelbliche Färbung des Wassers kommt durch meinen Huminstoffsud. Auch hier an meinem Diorama-Style-Aquarium habe ich den JBL 902 montiert. Allerdings ist hier die Strecke, die das Wasser nehmen muss, viel kürzer. Dadurch ist die Leistung des Filters natürlich etwas stärker und deswegen habe ich hier den Filter gedrosselt, circa auf die Hälfte der Leistung. Ansaugrohr und Auslauf sind hier auf einer Seite. Unterhalb, jetzt hier schlecht zu sehen, ist hier unten der CO2-Diffusor versteckt. Die Bläschen steigen hier nach oben, etwas schlecht zu sehen, aber hier hinten bildet sich ein unterhalb des Auslaufs ein Strudel, ja, und der pustet die feinen CO2-Bläschen hier durchs ganze Becken. Für meine kleinen 25 Liter Garnelen-Aquarien benutze ich gerne die Rucksackfilter von AquaClear. Das hier ist das kleinste Modell. Der Motor sitzt hier außen. Ich habe hier biologisches Filtermaterial drin. Einen Schwamm, den ich mal wieder sauber machen muss. Ja, und in den Filter eingesteckt habe ich hier noch terrestrische Pflanzen. Ja. Die saugen jetzt hier noch Nährstoffe aus und der Ansaugstutzen geht hier runter und unten habe ich auch einen feinen Vorfilter montiert. Als Hang-On-Filter benutze ich sehr gerne die von Aquael. Hier in dem kleinen 35-Liter-Scape habe ich den Versamax 2 montiert. Ja, der ist hier oben stufenlos regelbar. Hat zwei Körbe, einen kleinen auf der linken Seite und einen größeren auf der rechten Seite. Die habe ich einfach mit Lavasplit bestückt. Ja, und also ich bin von diesen Filtern vollkommen überzeugt. Ja, und der schafft auch ohne zusätzlichen Schwamm über dem Ansaugstutzen hier für ein schönes, klares Wasser. Je nach Wasserstand ist es auch hier so, dass man die Oberflächenbewegung regulieren kann. Je höher das Wasser ist, desto weniger Oberflächenbewegung findet statt. Ich habe hier wenig Oberflächenbewegung, weil ich hier ja CO2 einleite. Ja, und das funktioniert super gut. An diesem Aquarium habe ich den kleinsten Versamax. Ja, der hat auf beiden Seiten zwei kleine Körbe. Ja, und der funktioniert auch in diesem Aquarium wunderbar. Bei allen Versamax-Modellen ist ein zweites Ansaugrohr dabei, so dass man die Länge variieren kann für höhere Aquarien. Ja, das habe ich jetzt hier genutzt. Und wie gesagt, die Filter finde ich sehr, sehr gut.
Der Lavasplit im Filter bleibt von mir unangetastet. Lediglich der Schwamm, der vorne am Ansaugstutzen steckt, muss ich alle 14 Tage einmal reinigen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann sehen wir uns vielleicht beim nächsten Mal wieder. Bis dann!